Was viele nicht wissen, die LMU ist eine Zugroaste. 1472 ist die Uni gegründet worden, und zwar nicht in München, sondern in Ingolstadt. Das Hauptgebäude damals war das Pfründnerhaus. Statt Mittagspause im Englischen Garten hieß es dann Lernen im Arzneimittelgarten der Anatomischen Anstalt. Als Napoleons Truppen Ingolstadt bedrohten, zog man um. Wieder nicht nach München, sondern nach Landshut. Nach München kam die Uni erst 1826. Warum eigentlich Ludwig-Maximilians-Universität? Zum einen nach ihrem Gründer, Herzog Ludwig IX., zum anderen nach König Maximilian I. Joseph, der die Uni nach Landshut verlegt hat und dann eben gleich mal nach ihm benannt hat. Vorsicht aber, nicht verwechseln, die beiden Statuen im Lichthof sind nicht die beiden, auch wenn einer davon ein Ludwig ist. Bereits im Stifterbrief wurde festgelegt, wie das Siegel der Uni aussieht. Quasi das damalige Corporate Design, wenn man heute so sagen möchte. Das Original ziert im Ingolstädter Münster das Chorgestühl und heute die Abschlussarbeiten von Studierenden.